So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play von Time Stories. Ich werde euch in diesem Spiel einen Durchlauf zeigen. So eine Mission, so eine Kampagne besteht immer aus mehreren Durchläufen, wo man überhaupt so rausfinden muss, was passiert hier eigentlich, was brauchen wir alles zur Lösung. Und dieses Spiel lebt davon, dass man das Spiel erkundet, dass man nicht weiß, was hier im Deck so auf einen zukommt, dass man die einzelnen Karten noch nicht kennt. Und wenn ihr jetzt so einen Durchgang guckt, dann wisst ihr so ein bisschen was, aber noch nicht alles. Das heißt, wenn ihr eh schon wisst, ihr wollt dieses Spiel kaufen und ihr wollt es auf jeden Fall haben, und dann guckt dieses Video nicht weiter. Das sollte man als Videorezensent zwar nicht sagen, aber dann ist es nichts für euch, weil dann nehmt ihr euch ein bisschen was von der Freude, das Spiel komplett selbst zu erkunden. Hört ihr jetzt aber zu denen, die sagen, ich weiß nicht, ich bin noch unsicher, ich würde gerne irgendwas über das Spiel wissen, aber wenn man was weiß, dann kann man das Spiel ja nicht mehr spielen. Ganz so schlimm ist es nicht. Wenn ihr jetzt so ein bisschen Basiskram kennt, dann seid ihr im ersten Durchgang so ein bisschen im Vorteil, aber das Spielerlebnis selbst ist dadurch jetzt nicht so krass getrübt, dass es komplett unspielbar ist, wenn ihr einmal so ein Gefühl dafür bekommen habt, wie dieses Ding funktioniert. Also wenn ihr jetzt denkt, nee, es ist eh nichts für mich, dann könnt ihr das Video eigentlich eh gucken, weil vielleicht denkt ihr nach, wow, das klingt ja eigentlich doch ganz interessant. Oder wenn ihr, wie gesagt, denkt so, na, ich weiß nicht, dann guckt dieses Video, guckt es soweit ihr wollt, springt vielleicht irgendwann dann einfach zum Fazit über, oder guckt euch mein Rezensionsvideo dazu nochmal an, wo ich auch noch so ein bisschen was sage, was ich gut und schlecht finde. Und ja, das ist soweit die Vorrede. Fangen wir jetzt einfach mal an. Und so ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte und allem habe ich ja schon im Rezensionsvideo erzählt. Wir sind quasi Agenten von so einer Time Agency, reisen durch die Zeit, pflanzen unseren Geist in den Kopf von irgendwelchen Wirten ein und müssen halt rausfinden, was in der Zeit passiert, was da so das Mysterium ist, und müssen verhindern, dass so ein Riss im Zeitgefüge entsteht, und das ist so quasi unsere Aufgabe. Dazu nehmen wir jetzt einfach das Kartendeck. Ne, da steht drauf, nicht öffnen, bevor ihr die Regeln gelesen habt, haben wir natürlich schon gemacht, und legen jetzt erstmal die Basis aus. Die A-Karte kommt immer auf den Slot hier. Die sagt uns auch, dass wir hier die Karten A bis G brauchen. Das heißt, wir legen jetzt hier B, C, D, F, G aus. Ne, das wäre quasi das Panorama, das wir alle sehen würden. Wir würden jetzt auch alle so um den Tisch sitzen, dass wir alle drauf gucken könnten. Das heißt, da auf der Seite sollte niemand sitzen. Und jetzt würde der Anführer für diese Runde, der Zeitkapitän, hier den Flufftext vorlesen. Der sagt einfach nur, dass wir die Karten hier nacheinander umdrehen sollen und vorlesen sollen. Da kriegen wir jetzt einfach nur so ein paar allgemeine Hintergrundinfos, wer wir sind, was wir machen, dass es unsere erste Mission ist, dass wir so einen Teamleiter haben, der uns jetzt ein bisschen anführt. Und schließlich auf den letzten beiden Karten stehen so die genauen Anweisungen, die wir vor Spielbeginn durchführen sollen, drauf. Die führe ich jetzt einfach mal durch. Wir sollen zunächst die Objektkarten, das sind hier die Karten 1 bis 30, wo unten ein Objekt drauf steht, auf ihr Feld legen, das ist hier oben. Dann sollen wir die Plankarten auslegen, die uns also den Spielplan zeigen, beziehungsweise halt den Ort, an dem wir uns befinden. Das ist jetzt quasi der Plan der Nervenheilanstalt Bourgault in Frankreich im Jahr 1921. Da werden wir gleich in den Aufenthaltsraum transferiert. Darum stellen wir den Gruppenmarker, der anzeigt, wo wir uns als Gruppe befinden, in den Aufenthaltsraum. Dann wird der Zeitmarker auf 25 gestellt, wenn wir zu viert spielen würden. Da ich jetzt ein Dreispielerspiel simuliere, gehen wir auf 30. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Wenn man zu zweit spielen würde, würde jeder Spieler zwei Ermittler oder Agenten spielen. Halte ich für nicht so optimal, weil das Spiel lebt davon, dass man miteinander redet, sich Sachen erzählt, sich gemeinsam als Gruppe Dinge erarbeitet, und wenn einer quasi zwei Leute spielt, dann fehlt da ganz schön was. Also ich würde sagen, zu dritt ist es auf jeden Fall spielbar, optimal ist es zu viert. So, dann werden hier die Karten Mission fehlgeschlagen, beziehungsweise Mission erfolgreich auf ihren Platz gelegt. Die liest man sich dann im jeweiligen Fall durch, wenn einem gesagt wird, dass man das lesen soll, oder wenn die Zeit aufgebraucht ist, dann kommt halt die Mission fehlgeschlagen Karte. Dann haben wir hier verschiedenste Charaktere, von denen suche ich mir jetzt einfach drei aus, die wir im ersten Spiel genommen haben. Eugène Bosquet, Mademoiselle Doom und Felix Bonnefond, wie auch immer. Ich bin kein Franzose, ich habe nie Französisch in der Schule gehabt. Das Spiel ist von Franzosen, spielt in Frankreich, ganz viele Namen, ich werde sie alle falsch aussprechen. Bitte steinigt mich nicht dafür. So, das sind jetzt die drei Charaktere, mit denen ich spielen werde. Eugène Bosquet, der hat eine eingebildete Lähmung. Sein Spruch ist immer, passt auf meine Beine auf. Er hat bei Geschicklichkeit, Flinkheit drei Würfel, bei Redegewandtheit drei Würfel. Im Kampf ist er ein bisschen schlechter, nur ein Wurf. Hat einen Widerstandswert von 2 und 3 Lebenspunkte. Ne, er glaubt, dass er seine Beine nicht benutzen kann. Wenn er sich alleine auf ein Feld bewegt, kostet ihn das eine Zeit dann halt zusätzlich. Und als Sondereigenschaft hat er auch noch, dass er seine eingebildete Lähmung in Kampfsituationen schlagartig vergisst. Dann ist er auf einmal ganz flink. Und Karten, von denen man normalerweise nicht fliegen könnte, weil die so ein Schlosssymbol haben, da kann er halt von weg. So, Mademoiselle Dume hat
2 Geschick, Flinkheit, hat nur 1 Redegewandtheit und 2 Kampfkraft. Die ist sehr robust, die hat einen Widerstandswert von 4, aber nur 1 Leben. Mademoiselle Düm ist unausstehlich und unverwüstlich, hat aber gar keine Geisteskrankheit. Sie ist nur der Nervenheilanstalt, weil dies der einzige Ort zu sein scheint, an dem ihre verbitterte und tyrannische Art geduldet wird. Mademoiselle Düm kann nichts anderes, als andere Menschen zu beleidigen und für den Kopf zu stoßen, aber das kann sie wirklich gut. Also sie hat eigentlich keine Sonderfähigkeiten, aber sie ist erstaunlicherweise eine recht robuste Kämpferin, die dafür aber eben auch nur 1 Lebenspunkt hat. Ne, ihre Eigenschaft ist auch verbittert, ihr sollt alle vor mir kriechen. Und dann Felix Bonfant, der ist paranoid. Ne, sein Spruch, was redest du mit mir? Hä? Redest du mit mir? Der hat gar keine Redegewandtheit, weil er halt wirklich total paranoid ist. Hat nur 1 Geschwindigkeit, aber kann gut Leuten auf die Fresse hauen. Hat einen Widerstandswert von 3 Lebenspunkte. Das ist eher so der Kämpfer. Der hat immer für jede blanke Seite, hier, die er würfelt, erhält er 1 roten Marker. Das ist dann Stress, den er bekommt. Und sobald er richtig viel Stress hat, wird er richtig paranoid. Also wenn er 3 von diesen Plättchen gesammelt hat, dann wird die Paranoia ausgelöst. Das heißt, irgendein anderer Agent verliert 1 Lebenspunkt. Wenn kein anderer Agent da ist, dann lässt er sich das selbst spüren. Und danach werden alle Stressmarker abgelegt. Also der ist im Kampf, er kann gut kämpfen, aber es sorgt dafür, dass er Stress bekommt. Und das will man vielleicht nicht erleben. So, hier mit den Markern gebe ich an, wer welche Farbe spielt. Normalerweise hätte er diese Charaktere vor sich liegen. Und dann würde der Zeitkapitän jetzt hier die Karten einsammeln, die dann immer nach unten legen. Den aktuellen Raum, der wird immer ganz unten abgelegt. Und dann würden wir jetzt den Aufenthaltsraum aufbauen. Da steht hier, hat die Karten A, B, C, D, E, F. Also haben wir hier Karte A, B, C, D, E, F. Und würden die dort ablegen. Und die anderen Karten wieder hier zurücklegen. So, das war jetzt das Panorama, das wir sehen. Und da müssen wir uns jetzt quasi wirklich in die Szene reinführen. Ne? Wir sehen jetzt hier da ne, so ein Klavier mit hier so ein Bild drauf. Hier so einen komischen Mann mit so einer komischen Maske an. Hier so ein Mädchen, das irgendwie Bild malt und ein bisschen aussieht, als würde sie direkt aus The Ring 2 kommen. Auch wieder hier so einen komischen Kauz. Und das ist wahrscheinlich einfach die Schwester, die dazugehört und uns ganz komisch anguckt. Und jetzt würde erstmal der Zeitkapitän, also der Anführer dieses Ortes quasi, das ist mal ein Spieler, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu, die stimmungsvolle Karte vorlesen, die uns einfach sagt, was wir hier sehen. In dem Fall, ihr befindet euch jetzt im Aufenthaltsraum einer Nervenheilanstalt. Es ist später Nachmittag, der Raum ist ruhig, lediglich aus einem Grammophon erklingt leise Musik. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages tauchen alles in ein bernsteinfarbenes Licht. Eine aufsichtsführende Krankenschwester steht nahe der Tür. Hinter ihr starrt ein Mann angestrengt auf ein Schachbrett. Weiter hinten im Raum nutzt eine junge Frau das durch das Fenster einfallende Licht, um wie wild geworden zu malen. Mit einem irren Funkeln in den Augen wirft sie euch kurz einen verstohlenen Blick zu. Und in der einen Ecke des Raums sitzt ein Mann und gibt euch unauffällig ein Handzeichen. Oh, ein Handzeichen. Das heißt, jetzt am Anfang dürfen wir uns überlegen als Gruppe, wo gehen wir hin? Das erste Betreten kostet keine Zeiteinheit. Das heißt, da ich, der gelbe Eugene Bosquet, eh ein bisschen fußlahm ist, sagt, okay, ne, hier ist ja auch ein Sofa, da setze ich mich mal hin und guckt ihr euch mal den Rest an. Und ja, der Blaue hier, der Felix, der wird sagen, okay, da ist so ein junges Mädchen, da gehe ich mal hin und quatsch mit der. Und Madame Düm will natürlich erstmal bei der Schwester fragen, was überhaupt los ist, wann es Mittag gibt oder was auch immer. Und da sind wir jetzt. So, sobald wir jetzt einen Ort betreten haben, dürfen wir uns die Karten angucken. Ich werde das jetzt ein bisschen versuchen zu simulieren. Natürlich bin ich nur alleine, aber ich mache immer nur die Aktionen, die ich selbst machen kann und zeige euch das. Alles andere, man soll immer über die Karten, was man darauf sieht und liest, man soll es nicht zeigen, man soll es nicht vorlesen, man soll es anderen Leuten sagen, beschreiben und die so ein bisschen an dem Ganzen teilhaben lassen. Warum das wichtig ist und wie das auch die anderen Leute in Unwissenheit lässt, werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar gucke ich mir natürlich erstmal meine Karte an. Wisst ihr, was ich weiß, was ihr wisst? Ich bin derjenige, der weiß. Ich bin nicht verrückt. Die anderen sind die Verrückten. Es ist eine Verschwörung und ich weiß alles darüber. Und ich weiß, ihr werdet uns retten. Hier, das konnte ich Ihnen stehlen, steht da drauf. Und jetzt nehmt Objekt 24. Na, ich soll das jetzt nicht vorlesen. Das heißt, ich sage meinen Mitspielern einfach, hey, der Typ hier ist so ein bisschen crazy. Er redet von so einer Verschwörung und denkt, dass wir hier sind, um alle zu retten. Und scheinbar weiß er irgendwie wirklich ein bisschen mehr. Voll spooky. Ne, nehmt Objekt 24, das heißt, wir würden jetzt hier einen Objektstapel nehmen, dann Objekt 24 raussuchen und uns das einmal angucken und oh, wir haben einen Schlüssel, Nummer 24, ein fein gearbeiteter Schlüssel, den ihr von einem Patienten im Aufenthaltsraum erhalten habt. Das heißt, es steht immer noch mal auf den Sachen drauf, wo habe ich die her? So, die Karte hätte sich jetzt hier der grüne Spieler angeguckt, die dürfte ich mir nicht angucken und die anderen Spieler auch nicht. Wenn wir zu zweit hier, dürften sich beide das Ding angucken, aber so würde jetzt einfach der grüne Spieler uns erzählen,
dass die Schwester irgendwie total genervt war, dass wir sie schon wieder gefragt haben, was los ist, und dass sie sagt jeden Tag das Gleiche, ne, dass wir jetzt gerade so als Insassen den Aufenthaltsraum nutzen dürfen und die Promenade, die anderen Sachen eher nicht so, ne, abends geht's in den Schlafsaal und wenn wir irgendwas haben, dann sollen wir in die Krankenstation gehen. Hat jetzt irgendwie ein bisschen komischen Eindruck gemacht. Und sie heißt Josephine, hat sie ganz eindrücklich gesagt, Josephine. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig und wenig spektakulär gewesen. Dafür hätte dann Felix, der sich hier ein bisschen mit dem Mädchen näher unterhalten hätte, hätte gesagt, ey, Leute, die hat mich überhaupt nicht beachtet, die hat einfach wild auf ihrem Bild gemalt. Und wisst ihr, was man auf ihrem Bild sieht? Die hat da irgendwie so einen komischen Greif, so riesengroß, sieht echt gefährlich aus, und hätte da irgendwie drauf geschrieben, Südost und dann Uhrzeigersinn und dann so ganz viele komische Formeln und so mathematische Zeichnungen. Das sieht irgendwie ganz spooky aus, auch so chemische Formeln mehr. Und ich habe da keine Ahnung, was sie da malt. Und dann ist da auch noch irgendwie, sind da so mathematische Symbole drauf, so plus, 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 minus. Puh, sollten wir uns vielleicht mal merken, aber das sieht echt, also das solltet ihr euch vielleicht nachher auch mal angucken, das Bild. Ne? Und jetzt wissen quasi die anderen beiden Spieler nicht wirklich, was man drauf gesehen hat, nur so das, was man beschrieben hat. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, die Zeit läuft, wir haben wahrscheinlich viele Orte, die wir uns angucken wollen. Sollen jetzt auch die anderen Leute hier hingehen und sich das Ding angucken und er redet vielleicht nochmal mit wem anders? Oder sagen wir, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 3 von 5 Orten erkundet. Vielleicht sagt er uns gar nicht irgendwas Tolles. Das haben wir im ersten Spiel so gemacht, dass wir gesagt haben, wir gucken erstmal weiter. Also sagen wir jetzt, okay, wir verlassen den Raum. Darum machen wir das jetzt mal anders. Wir sagen jetzt einfach, okay, wir würden auch gerne wissen, was man auf dem Bild sieht. Das heißt, als Aktion, wir verbrauchen jetzt eine Zeiteinheit. Und während der Aktion wechseln wir einfach die Orte. Das heißt, jetzt dürfen sich diese beiden Leute hier sofort die Karte angucken. Die zeige ich euch jetzt mal nicht, weil hier spoilere ich ja schon ein bisschen. Aber das ist so eine Sache, das darf man gerne selber rausfinden. Und der Typ hier ist mit diesem Mann geredet und der sagt einfach, der hat irgendwie gemurmelt, dass er irgendwie irre wäre, aber sich nicht holen lässt und der sonst angeschrien hat, dass sie alle Irren geholt haben und die Läufer seien irre und nur die Tränen des Mandikors hätten sie retten können und sie hätten die Irren geholt und die Läufer wären irgendwie irre und als wir uns in das Schachbrett näher angucken, stellen wir fest, dass irgendwie genau die Läufer fehlen. So ein bisschen spooky. Vielleicht hat das was zu bedeuten, vielleicht auch nicht. Na, die beiden Leute hier kennen jetzt das Bild. Ich zeige es euch einfach mal nicht, damit noch so ein bisschen Überraschung da ist. Und das hat uns jetzt eine Zeiteinheit gekostet. In der Zeiteinheit können wir uns entweder bewegen und sofort die Karte angucken oder eine Probe durchführen. So, und jetzt sagen wir, okay, wir haben eigentlich hier alles erkundet, nur das Klavier nicht. Aber ja, ist halt ein Klavier. Vielleicht ist da jetzt nichts. Vielleicht gucken wir uns das im späteren Durchgang nochmal an. Also wechseln wir mal den Raum und wir könnten ja einfach mal, ne, wir dürfen ja raus zur Promenade gehen, also sagen wir möchten gerne zur Promenade wechseln. Dann nimmt jeder Spieler seinen Marker wieder vom Spielfeld weg. Der aktuelle Zeitkapitän sammelt hier den Ort ein und legt den ganz nach unten runter. Und jetzt sucht der nächste Zeitkapitän den Ort raus, Promenade. Ne, A bis G brauchen wir da, das sind quasi die Orte hier. Und dann muss der letzte Zeitkapitän noch mit diesem Würfel würfeln. Der hat 1 bis 3 Zeitsymbole, wie lang wir brauchen, um den Ort zu wechseln. Das heißt, wir würfeln, haben Glück, hat uns jetzt nur 1 gekostet. Das heißt, wir gehen hier auf 28 vor. So, das ist erstmal das Bild, was wir sehen. Der nächste Spieler ist jetzt der Zeitkapitän und liest den Text hier vor. Etwas frische Luft, trotz strahlenden Sonnenscheins, schlägt euch der Wind ins Gesicht und die Kälte fährt euch bis in die Knochen. Der Hof ist ringsherum von Mauern umgeben, die so hoch sind, dass sie jeden Gedanken an Flucht sofort vertreiben. Zu eurer Linken seht ihr auf einer kleinen Grünfläche 3 Männer stehen, die wohl gerade ein Crockett-Spiel beendet haben. Weiter hinten ist ein großes Gittertor, vor dem 2 Wachposten stehen. Durch das Tor kann man einen dahinterliegenden Park mit baumgesäumten Wegen sehen. Und zur Rechten vom Gebäude steht ein Patient im Smoking, der sich um die eigene Achse dreht und der wohl eine Art Choreografie aufführt. Hier sind noch mehr Orte. Um die Orte betreten zu können, brauchen wir erst diesen Statusmarker. Den können wir zum Beispiel bekommen, wenn wir hier mit einem Charakter reden oder ganz irgendwo anders. Und dann haben wir den Gegenstand, den wir brauchen, um dahin zu gehen. Also hätten wir hier den entsprechenden Marker liegen, könnten wir sofort zu diesem Ort. Haben wir aber nicht. Also können wir das nicht. Und jetzt können wir wieder überlegen, was machen wir? Ich würde sagen, hey, wir sind 3 Personen, also gucken wir uns einfach mal zu dritt an, was die hier so machen. Und jetzt darf sich wieder hier seine Karte angucken. Und wir erzählen jetzt auch den Mitspielern, was wir dort sehen. Das heißt, wir sehen hier, ihr seht die Parkwege durch die Gitterstäbe, das Tor ist verschlossen und die beiden Wachposten lassen euch nicht aus den Augen. Aber mit ein bisschen Redegewandtheit, wer weiß. Wenn ihr den Schlüssel 6 besitzt und ihr die Wachposten überzeugen könnt, erhaltet ihr Objekt 9. Das heißt, wir brauchen erstmal Schlüsselnummer.
6. Wir haben jetzt Schlüssel Nummer 24. Und dann müssen wir noch Redegewandtheit eine 7er Probe machen. Also lange auf die einquatschen. Das heißt, das sage ich jetzt meinen Leuten. Ich sage, hey Leute, wir brauchen Schlüssel Nummer 6, um da durchzukommen. Und müssen die dann ganz viel bequatschen. Da wir Schlüssel Nummer 6 noch nicht haben, brauchen wir die Probe auch nicht machen. So, und der Typ hier jetzt, der sagt uns jetzt, der grüne Mitspieler, der ist irgendwie ganz suspekt, der tanzt da so rum und tanzt so einen Moonwalk, aber er sagt, er wäre auch ein Geheimagent und hätte einen Weg gefunden, den Riss auszulösen, dass er aber das Artefakt, das man dafür braucht, verloren hat. Und wenn wir das Artefakt gefunden haben, so ein komischer Gummipöpel, dann sollen wir wieder zu ihm kommen. Also vielleicht weiß er was, vielleicht ist es auch einfach nur ein Spinner. Das können wir im Auge, im Hinterkopf behalten. Wenn wir diesen Pöbel irgendwo finden, dann sollten wir wieder zur Promenade gehen und mit dem nochmal quatschen. Und in dem Fall dürften wir dann auch eine von diesen Karten hier angucken. Das wäre einfach, ihm dieses Artefakt bringen. So, und die hier sagt uns jetzt der blaue Spieler, die haben gerade ein Crockett-Spiel gespielt und würden jetzt gerne nochmal spielen. Wir haben uns eingeladen, nochmal gegen die zu spielen. Und wenn wir das schaffen, dürfen wir uns sofort die blaue Karte angucken. Das könnten wir vielleicht einfach mal machen und probieren. Und dafür müssen wir aber hier so eine 4er Geschicklichkeitsprobe schaffen. Das heißt, bisher haben wir noch keinen Zeiteinhalt gebraucht. Er kann das jetzt sofort machen, diese Probe ausführen. Diese beiden könnten während einer Zeiteinhalt hier rüberkommen. Das heißt, so, er hat ja jetzt noch nichts gemacht. Das heißt, wir können das sofort machen und geben quasi jetzt eine Zeiteinheit aus, in der dieser hier die Probe macht. Das ist ja der Blaue. Blau ist Felix Bonfart. Der hat leider nur eine Geschicklichkeit. Das heißt, er nimmt einen Würfel, würfelt, hat jetzt einen Totenkopf gewürfelt. Da passiert nichts, weil hier keine Totenkopfmarker liegen. Also haben wir einfach keinen Erfolg gehabt. Die beiden anderen gehen während ihrer Zeiteinheit, also ne, wir nutzen quasi jetzt alle diese eine Zeiteinheit. Er hat hier die Aktion gemacht. Die beiden sind rübergegangen. Das hat eine Zeiteinheit gekostet. Jetzt können wir sagen, wir verbrauchen die nächste Zeiteinheit. Und jetzt versuchen alle auf Geschicklichkeit zu gehen. Wir müssen das in der Reihe nachmachen, aber können uns aussuchen, wer anfängt. Jetzt können wir sagen, dass Eugene anfängt. Der hat 3 bei Geschicklichkeit. Das heißt, er würfelt, hat jetzt 2 Erfolge. Ne? 2 von diesen Sternen hier sind Erfolge. Das heißt, wir können jetzt 2 von den Schilden hier runternehmen. Dann liegen da nur noch 2. Dann ist der nächste in der Reihenfolge, wäre jetzt Mademoiselle Düm. Die hat da auch 2 Würfel, die sie würfeln kann. Hat hier 2 Erfolge gewürfelt. Das heißt, die beiden kommen weg. Und damit haben wir diese Probe jetzt sofort geschafft. Und dürfen uns jetzt sofort den blauen Ort angucken. So, und der sagt uns jetzt einfach, dass wir den Gegner richtig fertig gemacht haben, dass wir hart gewonnen haben und dass ihnen das gar nicht gefällt. Ne? Die ziehen uns jetzt einen Schläger über den Kopf und gibt sofort eine große Schlägerei. Und wir dürfen dafür aber Objekt Nummer 20 nehmen. Also suchen wir Objekt Nummer 20 raus und das ist ein Crockett-Schläger. Den haben wir in der Promenade gefunden. Im Kampf darf der Besitzer des Schlägers einen zusätzlichen Würfel werfen, schiebt die Karte so unter den Wirt, dass nur der Schläger zu sehen ist. Das heißt, gekillt hatten ja Felix, der kann eh schon gut kämpfen. Und jetzt darf der in Kämpfen nicht mehr 3 Würfel, sondern sogar 4 Würfel benutzen. Das ist natürlich ganz gut, wenn man weiß, dass man kämpfen muss. Kann das nicht schaden, hier vorher mal vorbeizulaufen und sich den Schläger abzuholen. So, jetzt können wir als Gruppe wieder überlegen, was wir machen. Wir können hier jetzt nicht viel machen. Wir haben den Schlüssel nicht, den wir brauchen. Wir haben den Pöbel nicht, den wir brauchen. Also überlegen wir einfach mal, was tun wir. Wir können ja sagen, okay, wir gehen vielleicht mal, nun sicher gesagt, wenn wir was brauchen, können wir in die Krankenstation gehen. Wir wurden ja auch gerade ziemlich verprügelt. Also bewegen wir uns jetzt als Gruppe mal in die Krankenstation. Das heißt, der aktuelle Zeitkapitän sammelt hier wieder die Karten ein und packt die ganz unten auf den Stapel. Unter den Stapel. Der nächste Zeitkapitän sucht dann schon mal hier den Ort Krankenstation raus. Auch da geht wieder einfach nur so ein bisschen auffächern, dass man nicht wirklich viel sieht von den Karten. So, dann haben wir hier die Krankenstation gefunden. Das heißt, wir können jetzt, ne, wir brauchen hier A bis E. Also suchen wir die raus, legen den Rest hier hin. Dann muss der letzte Zeitkapitän nochmal würfeln, gucken, was das an Zeit gekostet hat. Das kostet uns wieder 2 Zeiteinheiten. Das heißt, es sind 24 hier. Das ist das aktuelle Panorama, das wir sehen. Und der Zeitkapitän liest jetzt vor, ihr geht den Hauptflur der Nervenheilanstalt entlang und öffnet eine massive Tür, über der ein Schild hängt. Krankenstation, kein Zugang für hysterische und aufgewühlte Patienten. Hinter der Tür befindet sich ein Raum mit ein paar Betten und darin liegenden Patienten. Auf einem Bett sitzt eine Hilfskrankenschwester und verabreicht einem Patienten ein Medikament, wobei sie von Josephine, der Schwester, die ihr im Aufenthaltsraum getroffen habt, aufmerksam beobachtet wird. Das sind die beiden hier. Direkt vor euch steht ein Pfleger, der sich sofort zuwendet und freundlich lächelt.
Ganz fraglos seine Aufforderung, ihn anzusprechen. Zur Rechten weckt ein riesiger Schrank mit Medizin jeder Art euer Interesse. Na, und jetzt könnten wir wieder quasi wie im Rollenspiel, also der Meister hat uns jetzt die Situation vorgelesen, die Karte hier, und jetzt können wir wie im Rollenspiel besprechen, was machen wir. Wollen wir jetzt irgendwie mit der Josephine hier reden? Wollen wir mit der Tür reden? Wollen wir mit dem netten Pfleger, der uns nett anlächelt, sofort quatschen? Oder überlegen wir uns, hey, vielleicht bewacht er den Schrank? Das heißt, einer von uns könnte jetzt da hingehen und mit dem quatschen, damit er abgelenkt ist, und der andere kann sich dann den Schrank angucken, und so reden wir halt, was wir machen, wie wir uns vielleicht am besten aufteilen, vielleicht auch gleich zwei Leute mit dem quatschen, und dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, wir versuchen einfach erstmal den gemeinsam abzulenken, das heißt, hier Felix und der Eugene gehen dahin und quatschen mit dem, und währenddessen Mademoiselle Düm sich mal dem Medikamentenschrank nähert. Und dann gucken wir uns an, was hier steht. Er beginnt eine Unterhaltung mit dem Pfleger. Der guckt schon so ein bisschen diabolisch. Wenn sich keine weibliche Person auf der Karte befindet, dann endet die Unterhaltung schnell und er erzählt euch nichts, legt die Karte auf den Tisch zurück. Also machen wir das einfach mal, weil hier, das sind beides Kerle. Also doof. Also wissen wir jetzt, okay, wir brauchen irgendwie Mademoiselle Düm, die muss mal hier rüberkommen. Hätten wir jetzt gar keine Frau bei unseren Wirten, dann könnten wir das in diesem Durchgang nicht machen und müssten da später nochmal wieder hin. So, Mademoiselle Düm hat sich diese Karte angeguckt und sagt, hey, ich habe mal probiert hier, der Schlüssel, der passt. Damit können wir den Schrank öffnen. Das heißt, dass wir uns Objekt Nummer 7 nehmen dürfen. Wir wissen auch immer nicht, was sind das für Objekte. Und gucken mal, oh, wir haben ein Spritzenbesteck befunden und ein Behälter mit 3 Portionen Kokain. Der kann 3 Leben wiederherstellen. Das heißt, wir legen 3 von diesen blauen Markern hier auf diese Karte und wir können immer einen von denen ausgeben, um ein Leben wiederherzustellen. Und das Kokain kann auch von Vasil genutzt werden. Vasil hat vielleicht irgendeine Spezialfähigkeit mit Kokain, weiß man nicht. Also legen wir den Gegenstand jetzt erstmal zu unserem Inventar. So, und jetzt können wir überlegen, was wir noch machen. Wir wollen hier natürlich noch mehr erkunden. Also sagen wir, für die nächste Zeiteinheit, die wir jetzt verbrauchen, geht Mademoiselle Düm hierhin und wir teilen uns einfach mal auf und dann gucken uns das hier an. Das heißt, ich als gelber Spieler gucke mir jetzt diese Karte an und sehen wir durch, was darauf steht. Ne? Ah, hier nun wieder, gerade bin ich Dr. Hyacinth begegnet, der mich daran erinnert hat, dass er heute noch eine kleine Gruppensitzung hat. Sein Büro ist nicht weit entfernt. Ihr kennt den Weg ja, sucht ihn auf, sobald euch der Sinn danach steht, nehmt Objekt 8. Also sage ich mal Mitspielern, hey, wir sollen zu Dr. Hyacinth und wir sollen uns Objekt 8 nehmen. So, Objekt 8 ist jetzt eine neue Karte, die zusätzlich noch Dr. Hyacinths Büro hat. Und es hat so ein Time Agency-Symbol. Das heißt, selbst wenn wir jetzt durch sind und alles resetten müssen, behalten wir das. Das heißt, wir wissen, wo Dr. Hyacinths Büro ist und können dann nächstes Mal einfach hin, ohne vorher mit der Frau gequatscht zu haben. Das ist natürlich gut und das hilft uns schon mal ein bisschen, um beim nächsten Durchgang das Ganze ein bisschen schneller zu lösen. So, das heißt, das haben wir jetzt einfach über die andere Karte gelegt. Und jetzt wissen wir, wo der Ort ist und können da prinzipiell hingehen, wenn wir es denn möchten. So, Mademoiselle Düm erzählt uns jetzt, ey Leute, der Pfleger hier ist ein bisschen zudringlich geworden. Das haben wir vorher nicht gelesen, weil was da passiert ist, um 180 Grad gedreht auf der Karte. Der drängt mich in die Ecke und versucht mich jetzt zu quatschen. Vielleicht steht da auf ältere Frau und ich weiß es nicht. Jetzt kommen da wieder 4 Schilde rauf und auf der Karte steht drauf, dass wir eine Redegewandtheitprobe machen muss. Und ich muss den halt richtig viel bequatschen, bevor ich da wieder wegkomme. Und da ist auch ein Schloss auf der Karte, also ich komme da nicht weg, solange der Typ mich noch zuquatscht. Das heißt natürlich, dass Mademoiselle Düm jetzt auch gleich eine Probe auf Redegewandtheit machen kann. Sie hatte aber nur einen Würfel, hat keinen Erfolg, also passiert nichts und sie bleibt jetzt noch ein bisschen stehen. Das ist für uns natürlich doof, weil das kostet uns Zeit, die wir lieber für andere Dinge verbrauchen würden. So, und der blaue Spieler, der hier ja gerade mit der Schwester redet, die sich um Patienten kümmert, der sagt, hey, die ist irgendwie voll verängstigt und hat die ganze Zeit die große Schwester hier im Auge gehabt, die Josephine, und hat gesagt, dass ich jetzt nicht mit ihr sprechen kann, aber dass wir sie im Schlafsaal treffen sollen später und dass sie da auf uns wartet. Und wir kriegen jetzt dieses Objekt hier, das heißt, dass wir später schon mal irgendwo, wo wir dieses Objekt brauchen, um eine Karte zu betreten, schon mal Zugang drauf haben. Also merken, später mal mit der im Schlafsaal quatschen, also vielleicht sollten wir als nächstes in den Schlafsaal gehen. So, das waren alle Aktionen dieser Zeiteinheit, also verbrauchen wir jetzt wieder eine und jetzt müssen wir erstmal vielleicht gemeinschaftlich Mademoiselle Düm helfen und dem Typen klar machen, dass der nicht mehr mit ihr quatschen soll. Also, während dieser Zeiteinheit macht Mademoiselle Düm wieder so eine Probe und würfelt hat 2 Erfolge, das ist natürlich schon mal super gut. Jetzt kommen die Schilde weg und die beiden sind einfach nur, ne, entweder bewegen oder eine Probe machen, kann man während einer Zeiteinheit machen, das heißt, sie sind da jetzt rübergelaufen. Jetzt verbrauchen wir noch eine Zeiteinheit. Jetzt kommt erstmal Eugene, der dem Typen erstmal sagt, was Sache ist. Der darf 3 Würfel würfeln, hat hier 3 Erfolge, das heißt, hier kommen alle Marker weg.
Das heißt, wir können da jetzt auch alle von der Karte weg. Aber mehr gibt es hier jetzt nicht zu entdecken. Wir haben auch eigentlich alles rausgefunden, was man in der Krankenstation machen muss. Das heißt, wenn wir in späteren Durchgängen, wenn wir das ganze Reset nochmal wieder herkommen, nicht zwingend das Kokain irgendwo für brauchen, dann brauchen wir da nicht wieder hin. Und wenn wir den Schlüssel nicht brauchen, dann brauchen wir nicht mit diesem komischen Typen im Aufenthaltsraum zu reden. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, was machen wir? Gehen wir direkt in das Büro, gucken wir vielleicht mal in der Küche vorbei, die noch gar nicht erwähnt wurde, oder wollen wir in den Schlafsaal gehen, wo wir mit der Schwester reden? Ich finde ja, dass die Schwester auf jeden Fall Eindruck gemacht hat, als wenn man mal mit der reden sollte. Das können wir jetzt mit der Gruppe diskutieren. Die anderen sagen, ja, okay, wir wollen erstmal auch ein paar Sachen rausfinden. Gehen wir einfach mal in den Schlafsaal. Also wieder übliches Prozedere, Karten einsammeln, Schlafsaal raussuchen, der liegt hier schon gleich oben, da brauchen wir auch wieder die Worte, A bis F. Würfeln damit den Zeitwürfel, haben jetzt eine 2 gewürfelt, das heißt, der Zeitmarker hier geht um 2 vor, wir sind schon bei 19, das heißt, wir haben noch nicht ganz die Hälfte, so ungefähr 2 Drittel schon verbraucht. Dann liest uns wieder der Zeitkäppchen die Karte vor. Nachdem ihr einige Minuten durch die Flure der Anstalt gegangen seid, erreicht ihr den Schlafsaal. Es ist ein großer Raum, in dem 2 Reihen mit Betten stehen. Zu dieser Tageszeit sind nur wenige Betten mit apathischen Patienten belegt, von denen man neben sinnlosen Gemurmel lediglich leise Schnarchgeräusche vernehmen kann. Von links ruft euch ein im Bett liegender Patient zu sich. Am Ende des Raums sind Schränke mit den persönlichen Besitztümern der Patienten. Aha. Zur Rechten habt ihr durch die Fenster einen guten Blick auf den riesigen Park auf der Ostseite der Anstalt und könnt euch einen Eindruck von der Umgebung machen. So, und wie wir ja sehen, wir haben hier diesen Ort, wo wir den entsprechenden Marker für haben. Ich hoffe, das passt jetzt farblich. Von Farbenblinden, hier sind 2, die sehen sich sehr recht ähnlich. Aber prinzipiell haben wir den jetzt. Das heißt, wir können jetzt wieder überlegen, was machen wir. Mademoiselle Düm sagt, ey Leute, ich will mal gucken, was hier los ist und aus dem Fenster gucken. Ich gehe auf jeden Fall hier hin. Ich würde mir sagen, hey, wir haben ja, ich quatsch mal, der Felix würde sagen, hey, ich habe ja mit der Schwester schon da im Krankenzimmer geredet, ich gehe jetzt mal zu der und quatsch mit der und ich würde sagen, okay, ich gucke mir mal die persönlichen Besitztümer an, was da so geht und dann guckt sich jeder wieder die Karte bei seinem Ort an. Das heißt, ich erzähle meinen Mitspielern jetzt, was ich da sehe und sage denen, dass da Schränke sind, die wir aufbrechen können. Wir müssen dann eine Probe machen. Mit 5 Erfolgen brauchen wir da auf Geschicklichkeit. Und wenn wir bei 2 Schilden aufhören, dann dürfen wir uns ein zufälliges Objekt nehmen. Wenn wir noch ein Schild über haben, dürfen wir 2 nehmen. Und wenn wir alle Schilde aufbrechen, dann dürfen wir uns alle 3 Gegenstände nehmen. Und die Gegenstände sind Nummer 2, 3 und 4. Vielleicht wissen wir jetzt schon von irgendwelchen anderen Orten, dass wir den brauchen. Ich kann mich aber nicht erinnern, schon mal irgendwas gesehen zu haben, dass ich Objekt 2, 3 oder 4 brauche. Aber Sachen kriegen ist natürlich immer geil. Also lege ich hier mal 5 Schilde hin. Zur Erinnerung, dass ich hier 5 Schilde auf Geschicklichkeit brauche, lege das dann aber wieder dorthin. Mademoiselle Düm hat jetzt aus dem Fenster geguckt und sagt uns jetzt, dass sie aus dem Fenster in den Park geguckt hat und dabei ein riesiges Treibhaus gefunden hat, wo sich ein Tier befindet, das einen Augenblick später verschwunden ist und das sah aus wie so eine geflügelte Katze. Und sie weiß es auch nicht, sie ist ja schon ein bisschen älter, ob sie sich das nur eingebildet hat oder nicht, aber das sieht auf jeden Fall sehr mysteriös aus. Wenn wir jetzt normale Insassen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall dahin, da wir ja Zeitagenten sind, die rausfinden sollen, was die Sache ist, klingt das so, als sollten wir mal irgendwie zusehen, dass wir in den Park kommen. Sprich, hier irgendwie doch den Schlüssel finden und durch das Tor, weil nur so kommen wir ja in den Park. Und von dem, wo wir auch sehen, wir gucken hier raus und hier war die Promenade, hier ist das Tor, dass wir da rauskommen. In den Park gucken wir von hier rein, das heißt, wir wissen ja auch, wenn wir den Schlüssel für die Promenade kriegen, wo wir rauskommen, dann würden wir hier in den Park kommen und könnten dahin. Also würden wir jetzt erstmal so im Hinterkopf behalten, unsere nächste Mission, was wir machen müssen auf jeden Fall, ist irgendwie diesen Schlüssel finden und dann mit den Wachen quatschen. Das war, glaube ich, Schlüssel Nummer 6. Den müssen wir irgendwo finden, wo auch immer. Wir können hier noch ein paar Räume durchsuchen. So, und Blau hat sich, also Felix hat sich ja jetzt hier diese Karte angeguckt, hat da mit der Schwester gequatscht, die irgendwie weiß, dass mit uns irgendwas geschehen wird und dass der Doktor total crazy ist und dass hier ein Brief ist, der erst Beweis und Josephine ist auch durchgedreht, die Schwester. Und egal, was mit ihr geschieht, Hauptsache wir sind frei. Und ja, in den Katakomben gibt es irgendwie einen Eingang. Da sollten wir so schnell wie möglich hin, damit wir fliehen können. Und wir kriegen jetzt die Objekte 5 und 18. So, 5 ist ein Brief und 18 ist nochmal, zeigt uns jetzt den Eingang zu den Katakomben. Das heißt, das Ding können wir hier auch hinlegen und wissen jetzt schon mal, aha, da ist was, wo wir irgendwie hinkommen müssen. So, der Brief hier, ich lese dir mal vor, 12. Februar 1921, werter Professor, es ist mir gelungen, die Gegenstände zu erlangen, die unverzichtbar sind und unser Projekt erfolgreich zu vollenden. Um so unauffällig wie möglich vorzufahren, habe ich sorgfältig 5 Patienten ausgewählt, die es uns ermöglichen sollten, alle Voraussetzungen zu erfüllen, um unseren Plan umzusetzen. Die Krypta ist über den Tintenklecks zu erreichen. Ich habe einen Durchgang entdeckt, der es uns ermöglicht, direkt von meinem Büro in den Park zu gelangen. So können wir schneller sein, warte dort auf Sie
um sie ihrer Bestimmung zuzuführen. Der große Tag naht Dr. Hyacinth. Aha, also in dem Büro ist irgendwie ein Durchgang. Wir wissen ja, Büro von Dr. Hyacinth. Vielleicht sollten wir da mal einen Abstecher machen, um da mal zu gucken, was da so geht. Aber den Brief behalten wir erstmal, können wir jederzeit nochmal wieder lesen. So, jetzt kann ich hier eine Probe machen, weil wir möchten natürlich diese Gegenstände haben. Wir wissen ja nicht, was da kommt. Auf Geschicklichkeit. Gabe hat, also der Eugene, der hat 3 Geschicklichkeitswürfel. Also darf der würfeln und hat leider keinen einzigen Erfolg. Das heißt, die anderen können sagen, während ihrer Zeiteinheit sind sie hier rübergegangen, um ihm zu helfen. Dann verbrauchen wir eine Zeiteinheit und machen dann die nächsten Aktionen. Das heißt, Eugene fängt wieder an, hat 3 Erfolge. Dann bekommen wir schon mal 3 Schilde weg. Und dann dürfen es natürlich noch die anderen versuchen. Mademoiselle Düm hat 2 bei Geschicklichkeit, würfelt, kein Erfolg. Und Felix hat nur 1, auch kein Erfolg. So, jetzt können wir überlegen, ne, wir kriegen ja schon bei 2 Gegenständen was, 1 von 3 zufälligen Gegenständen. Wir wollen aber natürlich wissen, welche Gegenstände das sind und wir wollen alle haben. Also verbrauchen wir nochmal eine Zeiteinheit, um alle nochmal die Proben durchzuführen. Eugene fängt wieder an, kein Erfolg. Mademoiselle Düm hat 2 Erfolge, damit haben wir alles geschafft. Damit muss Felix jetzt gar keine Probe mehr machen. Das heißt, er könnte nochmal einen Ort wechseln, wenn er das wollen würde. Aber da gibt es ja gerade nichts Sinnvolles mehr zu tun. Weil wir haben ja noch nicht mit dem Typen hier gequatscht. Das heißt, Felix könnte mal sagen, er geht erstmal prophylaktisch dahin und wir gucken mal, was wir an Gegenständen bekommen. So, wir haben Gegenstand Nummer 2, 3 und 4 bekommen. Das ist zum einen die Saugglocke. Aha, das heißt, wir wissen jetzt, wir können, da war doch irgendwas bei der Promenade mit diesem Typen. Für den ist das ein Artefakt, vielleicht wirklich eins ist, wir wissen es nicht. Das könnten wir dem jetzt bringen. Wir haben einen Rubin. Ein vielleicht falscher Rubin, den wir im Schlafsaal gefunden haben. Und, was ist das? Ein Papierfetzen, auf dem jemand so ein Pentagramm eingemalt hat. Das ist ja ein bisschen spooky. Und das ist ne, hier eine 5 und hier so komische Zeichen, da sind ein paar Buchstaben, hier so ein Symbol. Das können wir erstmal alles hier auslegen und im Hinterkopf behalten. So, er ist ja hier rübergegangen. Das heißt, er darf sich jetzt auch sofort diese Karte angucken. Na, und der Mann, der schreit irgendwie und der ist da fixiert und... ne. Man sieht hier ja so einen Mann und jetzt sagt uns Felix, ey, der Mann, der ist da fixiert und gefesselt und der sagt, dass sie ihn umbringen werden und dass wir ihn freimachen sollen. Und ja, dann können wir ihn quasi ja befreien und mal gucken, was dann so passiert. Dafür müssen wir auch eine Zweier-Geschick-Probe machen. Jetzt können wir natürlich überlegen, machen wir das oder machen wir das nicht oder wechseln wir vielleicht gar nochmal den Ort. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, vielleicht befreien wir ihn lieber nicht. Vielleicht hat das ja schon seinen Grund, dass der festgemacht ist. Weiß ich natürlich nicht. Wir können jetzt in das Büro von Dr. Hyacinth gehen. Ja, alles andere wurde schon angeguckt. Wir könnten den Eingang zu den Katakomben nehmen. Oder wir könnten mal in der Küche vorbeigucken. Ich wäre ja dafür, dass wir erstmal noch in die Küche gehen und gucken, was da so Sache ist. Das heißt, ihr kennt das Prozedere. Wieder den Ort einsammeln und auslegen. Dann würfelt der Zeitkapitän wieder. Hat jetzt 2, das heißt, sind jetzt schon bei 15, haben schon die Hälfte der Zeit verbraucht. Und dann lesen wir wieder die stimmungsvolle Karte durch. Nachdem ihr einige Zeit durch die Flure gegangen seid, erreicht ihr direkt neben einem leeren Speisesaal einen Raum, die Küche. Ein unangenehmer Kohlgeruch füllt den Raum, dessen Arbeitsfläche mit Töpfen, Pfannen und sonstigem Kochgerät überfüllt sind. Zu eurer Linken wendet sich ein Mann um die 50 zu und lächelt, als er eure Gruppe sieht. Weiter hinten sind 2 Männer beschäftigt, Geschirr zu waschen. Sie schenken euch keinerlei Beachtung. In einer Ecke sprechen ein Mann und eine Frau leise miteinander. Auch jetzt können wir wieder überlegen, was wir machen. Ich kann ja sagen, hey, ich bin redegewandt und ich gucke mir vielleicht mal hier diesen älteren Typen an, der so nett lächelt. Und Moselle Düm sagt sich, vielleicht quatsch ich mal mit den beiden Leuten da hinten. Und Felix sagt sich, ach, das ist ein harter Arbeiter, ich auch, ich gehe da mal hin. So, ich würde jetzt mal Leuten erzählen, hey Leute, der Typ will irgendwie uns, kann uns Fleisch geben, für, um irgendwie Katzen zu füttern, aber weiß, wofür wir vielleicht später nochmal Fleisch brauchen. Aber er will dafür 2 Nasen voll Puderzucker haben. Haben wir natürlich nicht. Wir können Objekt 12 kriegen, wenn wir entweder mit dem Koch verhandeln oder ihm Kokain geben. Kokain haben wir ja, 2 Portionen. Sind allerdings auch 2 Lebenspunkte, die wir wieder kriegen. Wir wissen noch gar nicht, ist dieses Fleisch so wichtig oder nicht. Also können wir einfach mit ihm, ich würde mal sagen, wir verhandeln einfach mal mit ihm. Das kostet uns, da brauchen wir so eine 4er-Probe auf Redegewandtheit. Wenn wir das schaffen, kriegen wir Objekt Nummer 12. So, und Felix sagt jetzt, hey, die beiden Leute haben mich voll dumm angemacht, meinten hier, wir arbeiten hier, wir sollen uns rausscheren, wir Gesindel. Aber ich habe an dem einen, der hat am Gürtel so einen Schlüssel gehabt. Und Schlüssel können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir können das versuchen, den zu klauen, aber ich glaube, wenn das nicht klappt, dann schmeißen die uns hier raus. Das sollte jemand besuchen, der richtig geschickt ist. Und weil wir haben nur einen Versuch, wenn das nicht klappt, dann haben wir keine zweite Chance. Und ja, das sollte ich vielleicht nicht machen, das sollte vielleicht lieber Eugene machen, weil der hat ja eine 3er-Geschicklichkeit. Also merken wir uns das.
So, Mademoiselle Dume schließlich berichtet, dass die beiden Leute, also was heißt berichtet, ne? Die Agenten haben die Fähigkeit der Telepathie, das heißt, sie können alle ihre Erkenntnisse sofort miteinander teilen. Und sie teilt halt ihren Kollegen mit, dass die beiden irgendwie tuscheln, dass sie darüber reden, dass im Park, im Pavillon, so ein Arzt und eine Schwester zusammen in Flagranti erwischt wurden und dass der Mann sie dann ganz dumm angemacht hat und weggescheucht hat. So, jetzt können wir ja noch unsere Aktionen machen. Das heißt, da wir den Typen hier auch bequatschen müssen, kann Eugene jetzt auf jeden Fall erstmal sagen, hat seine Aktion, möchte er gerne mit dem Typen quatschen. Da liegen 4 Schilde drauf. Er hat 3 Würfel. Naja, kein Erfolg. Passiert nichts. Jetzt ist eben die Frage, was machen? Schlüssel holen oder weiter mit dem Typen quatschen, um das Fleisch zu bekommen? Vielleicht ist das Fleisch später wichtig. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Am besten einfach alle. Und Felix hat zwar keine Redegewandtheit, aber es macht ja nichts. Das heißt, die beiden sind während ihrer Zeiteinheit Aktion hier rübergegangen. Er hat jetzt noch seine Aktion, das heißt, er kann 3 Würfel werfen, hat 2 Erfolge, also kommen hier 2 Schilde runter. Dann verbrauchen wir noch eine Zeiteinheit. Dann fängt Felix wieder an, würfelt 3 Würfel, hat keinen einzigen Erfolg. Mademoiselle Dume hat 1 bei Redegewandtheit, hat auch keinen Erfolg. Wir quatschen jetzt aber noch weiter auf die ein, was ganz schön doof ist, dass es so lange dauert, weil wir haben nicht ewig viel Zeit. Hintergrund bei diesem Zeitding ist übrigens, dass unser Geist wurde ja in die Wirte transferiert und das hält einfach nicht ewig lange vor. Irgendwann ist quasi Energie dafür aufgebraucht und dann fliegen wir wieder zurück in unsere Zeit. Und vorher sollten wir halt, sonst bin ich raus, wir haben einen Zeiteinheit verbraucht, glaube ich. Das heißt, Eugene ist jetzt wieder dran, würfelt, hat 2 Erfolge gewürfelt, das heißt, die beiden Schilde kommen weg. Das heißt, wir erhalten jetzt Objekt Nummer 12. Objekt Nummer 12 ist einfach Fleisch, 2 Marker da drauf, um anzuzeigen, dass wir 2 Portionen Fleisch haben. So, jetzt verbrauchen wir wieder alle eine Zeiteinheit, um hier rüber zu gehen. Und wir haben natürlich nur einen Versuch. Dafür muss Felix, fängt jetzt an, auf Geschicklichkeit zu würfeln. Er muss 2 Erfolge haben, damit wir Objekt 6 bekommen. Er hat leider nur einen Erfolg. Das heißt, wir haben den Schlüssel nicht klauen können. Jetzt kommt hier so ein gelber Marker auf die Küche. Das heißt, da dürfen wir nicht wieder rein. Wir sind jetzt aus der Küche rausgeschmissen worden und müssen uns überlegen, was wir als nächstes machen. Das heißt, die Küche kommt erstmal weg. Und wir überlegen uns, dass wir vielleicht in Dr. Hyacinths Büro gehen, also Ort 8 hier raussuchen. Der Zeitkapitän würfelt, hat jetzt 3. Das heißt, der Marker hier geht 1, 2, 3 runter. Das heißt, wir sind schon bei 9 Zeiteinheiten. Und dann lesen wir wieder den stimmungsvollen Text vor. Ihr sucht nach dem Büro des Doktors und findet irgendwann den Verwaltungsbereich. Nach etlichen verschlossenen Türen stoßt ihr schließlich auf eine Tür mit dem Schild Dr. Hyacinth. Durch die Tür vernehmt ihr das Hämmern einer ungeschickt bedienten Schreibmaschine. Ihr klopft herein, ruft eine Stimme von drinnen. Ihr betretet ein mit Gegenständen aller Art vollgestopftes, geräumiges Büro. In einem Bücherregal zur Linken befinden sich viele medizinische Wälzer und noch einige seltsame andere. An der Wand fällt euch ein Bild mit der Belegschaft ins Auge. Der Doktor sitzt an einem Schreibtisch und hebt den Blick von seiner Schreibmaschine, als ihr eintretet. Ja, wir haben ja noch 2 Orte, die wir nicht besuchen können. Das heißt, wir können jetzt ja sagen, okay, mit dem Doktor sollten vielleicht Leute reden, die gut quatschen können. Also geht da mal Eugene hin und Madame Dume. Und da hängt ja so ein Bild. Felix hat sich ja vorhin schon mal ein Bild angeguckt. Also guckt er sich jetzt einfach mal das Bild hier an. Das heißt, wir zwei hier dürfen uns nächstens die Karte angucken. Ein Schloss, das heißt, wir kommen hier nicht weg. Na, seid gegrüßt, ruft euch der Doktor zu. Wie ich euch gestern schon gesagt habe, steht eure Entlassung bevor. Denkt dran, jeder auf seiner eigenen Spitze des Sterns. Er geht zum Bücherregal, öffnet einen Geheimgang, er entzündet eine Fackel und sagt, ich warte auf euch. So, und jetzt haben wir 2 Optionen. Wir können ihm folgen und uns ein Plättchen nehmen oder ihn windelweich schlagen. Was wollen wir machen? Warten wir mal, was uns Felix erzählt. Felix sagt, okay, da hängt so ein Bild an der Wand mit der ganzen Belegschaft und auf manchen von den Leuten sind so Symbole zu sehen. So Wellenlinien, so ein Kreis mit einem X durch, ein Viereck mit einem Strich durch. Und dann sagt er, oh Moment, wartet mal, hier bei dem Pentagramm, da ist ja das Symbol hier. Das ist auch auf einer von der Person hier drauf. Und jetzt wissen wir die anderen nicht, was sieht er da genau? Und er muss sich das natürlich so genau wie möglich angucken, versuchen so viel wie möglich zu merken und natürlich auch möglichst den Zusammenhang hier zu dem Pentagramm zu ziehen. Wenn er das nicht macht, dann ist das schon mal vielleicht doof. So, und wir sagen hier einfach mal, hey, wir sind ja alle friedlich, aber wir sind immer noch Agenten. Wir schlagen den einfach mal windelweich und gucken mal, was dann passiert. Das heißt, es sind hier 3 Schildmarker und ein Totenkopfmarker raufgekommen. Das brauchen wir, um den Doktor zu verprügeln. Das heißt, wir können sagen, okay, erstmal fängt Eugene Boskett an. Der hat nur einen Würfel beim Kämpfen, also würfelt der. Boah, hat gleich 2 Erfolge, das heißt, wir kommen gleich 2 Schilde runter. Das ist schon mal gut, jetzt liegen da nur noch 2. Dann kommt Mademoiselle Dume. Mademoiselle Dume ist ein bisschen robuster. Die darf 2 Würfel werfen. Bam, 3 Erfolge. Hätte geklappt. Hätte sie jetzt Totenschädel gewürfelt, dann würde man diese Totenschädel zu denen addieren, die da noch liegen.
Das wären dann 3 in dem Fall gewesen. Dann würde man gucken, was für einen Widerstandswert hat der Charakter. Mademoiselle Düm hat einen Widerstandswert von 4, das heißt, ihr wäre nichts passiert. Hätte jetzt aber da jemand gelegen mit einem Widerstandswert von 1, dann wäre 3 ja größer als 1. Das heißt, die Person würde dann einen Lebenspunkt verlieren. Egal, wie groß die Differenz ist, man verliert immer einen Lebenspunkt. Das heißt, da ist es manchmal auch sinnvoll, starke Kämpfer kämpfen zu lassen, weil schwache Kämpfer mit wenig Widerstand, die können dann vielleicht Leben verlieren und sterben. Wenn man stirbt, ist man übrigens nicht komplett raus, man darf sich dann einen neuen Charakter raussuchen. Die Time Agency braucht auch ein bisschen, um den Geist aus dem Äther zu retten und wieder irgendwo neu einzupflanzen. Das heißt, man würde dann seinen Marker nehmen und würde den 7 Zeiteinheiten von dem aktuellen Dings entfernt hinstellen und erst da würde man wieder ins Spiel kommen. Das heißt, das dauert ein bisschen. So, wir haben den ja verprügelt, das heißt, wir können sofort das Ding hier angucken. Und da steht jetzt einfach drauf, der Kampf ist vorüber, der Doktor liegt am Fuß der Leiter, die hinter dem Durchgang liegt. Der Weg ist frei, nehmt das Plättchen, Objekt 23, das Büro des Doktors ist nun verschlossen, der Zugang über den Geheimgang ist aber weiterhin möglich. Das heißt, wir würden jetzt erstmal das Plättchen hier nehmen und hier hinlegen, das haben wir jetzt wieder zur Verfügung, würden dann Objekt Nummer 23 hier raussuchen, hätten uns dann Objekt Nummer 23 genommen, das wäre nochmal eine neue Karte, ne? Das Büro wäre jetzt zu, aber wir können jetzt zu diesem Geheimgang gehen und damit sind wir eigentlich auch mit diesem Ort jetzt erstmal durch. Wir wissen zwar nicht, was hier hinter ist, aber das wäre wahrscheinlich die Alternative gewesen, wenn wir ihn nicht verprügelt hätten. Man weiß es nicht. So, jetzt stellt sich die große Frage, was als nächstes tun. So, das heißt, wir könnten sagen, hey, wir sind ja hier im Büro, das heißt, wir könnten gleich den Geheimgang nehmen. Wäre ja doof, das nicht zu tun. Aber da das ein sehr cooler Ort ist, den ich nicht spoilern will, können wir sagen, okay, wir gehen mal in die Katakomben und gucken mal, was da so geht. Ja, dann wird auch der Ort wieder ausgelegt. Derzeit habe ich ihn gewürfelt. Kostet wieder 3, das ist nicht ganz so geil. Das heißt, wir gehen hier wieder 1, 2, 3 vor. Das heißt, wir haben nur noch 6 Zeiteinheiten, bevor unsere Mission beendet ist. Das hier sind die Katakomben. Das heißt, auch da wird wieder Text vorgelesen. Vorsichtig geht ihr den scheinbar endlosen Gang entlang. Plötzlich hört ihr schwere Atemzüge hin und wieder von einem leichten Knurren unterbrochen. Es gibt kein Zurück mehr. Die Männer oder Wesen vor euch haben euch entdeckt. Achtung, dies ist ein besonderer Ort. Ihr müsst die Karten eine nach der anderen als Gruppe erkunden, aufdecken. Ihr dürft keine Karte allein erkunden. Das ist durch die Symbole hier gekennzeichnet. Steht auch mal extra auf der Karte drauf. Wenn ihr dieses Plättchen in eurem Besitz habt, was wir nicht haben, müsst ihr die Karten in der normalen Reihenfolge B, C, D, E erkunden. Sobald ihr die letzte Karte gemeistert habt, geht zu Ort 16. Habt ihr dieses Plättchen, müsst ihr die Karten in der Reihenfolge E, D, E C, B erkunden. Sobald ihr die letzte Karte B gemeistert habt, nehmt Objekt 16. Das heißt, Objekt 16 bekommen wir jetzt nicht, weil wir diesen Zugang dazu nicht haben. Aber wir können die jetzt der Reihe nach angehen. Das heißt, wir stellen es alle hier an und gucken uns mal die erste Karte an. Gucken uns erstmal die erste Karte an. Die sagt einfach kämpft. So, kämpfen ist natürlich immer ganz geil. Da können wir Felix anfangen lassen. Felix hat eh schon 3, hat noch den Crockett-Schläger. Das heißt, er kann 4 Würfel werfen. Das ist jetzt sein Ergebnis. Das heißt, hier kommen erstmal 2 von diesen Markern runter, das ist schon mal ganz gut, aber jetzt wird gerechnet, er hat hier 1, 2, 3 Totenköpfe, er hat einen Widerstand von 3 auf seiner Karte, das heißt, ihm passiert nichts. Hätte er noch einen Totenkopf gewürfelt, hätte er einen seiner 3 Lebenspunkte verloren. Und wir erinnern uns, hätte er eine Blankseite gewürfelt, hätte er auch Panik bekommen, was für die anderen Leute hätte schlecht sein können, aber das ist bisher zum Glück noch nicht passiert. Dann kann Mademoiselle Düm sagen, okay, dann ist Eugene Bosquet der Nächste, der hat leider nur einen Kampf, das heißt, der würfelt einen Würfel, passiert nichts. Und Mademoiselle Düm hat immerhin 2, wir haben keinen Schaden gemacht, wir haben jetzt insgesamt 2 Totenköpfe, Mademoiselle Düm hat aber einen Widerstandswert von 4, das heißt, da passiert nichts. Aber jetzt war jeder einmal dran, das heißt, wir müssen eine Zeiteinheit aufbringen, um nochmal zu kämpfen. Da fängt Felix einfach wieder an. Ja, er hat eine Leerseite, das heißt, er kriegt jetzt seinen ersten Panikmarker auf seine Karte. Hat aber auch 2 Schaden gemacht, das heißt, hier kommt das letzte Ding weg und wir haben es geschafft. Das heißt, dann können wir wieder alle sagen, für die nächste Zeiteinheit gehen wir hier hin und gucken uns die Karte an. Eine Tür versperrt unseren Weg, wir kommen da jetzt nicht durch, aber sieht so aus, als wenn das Schloss es mit ein bisschen Geschick sich offen öffnen lassen könnte. Und wenn wir nicht die Geduld oder die Zeit dafür haben, dann können wir auch eine Patrone dafür opfern, um das Ding aufzuschießen. Wenn wir denn eine haben, wir haben noch keine Pistole, also müssen wir das jetzt quasi schaffen. Das heißt, da kommen 5 Schilde hin, um anzuzeigen, dass die Probe einen Wert von 5 hat. Und wir brauchen jetzt eben dementsprechend 5 Erfolge. Das heißt, es fängt mal wieder Eugene anzuwürfeln. Kein Erfolg, aber da ist kein Kampf, es passiert auch nichts. Dann ist Mademoiselle Düm dran, die hat 2. Die hat nur einen Erfolg leider. Diese Tür hält ganz schön auf. Und Felix schließlich hat nur einen Würfel. Auch kein Erfolg. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Zeiteinheit opfern, um es dann nochmal zu versuchen. Das heißt, erst fängt wieder Eugene an. Ein Erfolg nur, das ist nicht so geil. Dann wieder Mademoiselle Düm.
So, dann zum Schluss nochmal Felix. Auch kein Erfolg. Das heißt, es kostet uns wieder eine Zeiteinheit. Wir sind jetzt schon bei 2. Das heißt, dann fängt Eugene wieder an. Der wird das jetzt hoffentlich schaffen. Jawohl, 3 Dinger weg. Damit ist die Probe geschafft. Und wir können jetzt für eine Zeiteinheit uns zur nächsten Karte bewegen. Ja, hier steht drauf, ein humanoides Monstrum, das einem Albtraum entstiegen sein könnte, stellt euch in den Weg. Es ist ganz offensichtlich ein Fleischfresser und betrachtet euch als Beute. Da kommen wir auch nicht wieder weg. Das heißt, wir müssen gegen ihn kämpfen. Der hat 5 Leben mit jeweils einem Rückschlagsymbol. Oder wir können ihm einfach etwas Fleisch geben. Gott sei Dank haben wir Fleisch. Das heißt, wir sagen, okay, hier, wir geben dir das Fleisch und dann brauchen wir nicht kämpfen. Das heißt, wir können nicht sterben. Und jetzt würden wir die letzte Zeiteinheit ausgeben, um hier hinzukommen. Da wir dann aber quasi bei 0 sind, ist das Ding vorbei. Und wir hätten es jetzt nicht geschafft. Der Durchgang wäre zu Ende. Das heißt, wir würden jetzt diese Mission Fehlgeschlagen-Karte ziehen. Da steht einfach drauf, okay, ich lasse euch das mal durchgehen, weil es eure erste Mission war. Anscheinend braucht ihr eine gewisse Zeit der Eingewöhnung. Aber beim nächsten Mal strengt ihr euch gefälligst mehr an. Es geht nicht um eure Einstufung, sondern auch um meinen Ruf. Los, nochmal nach vorne. Verschwendet keine Zeit. Nutzt euren Verstand. Ihr seid ja noch jung. Ja, unsere Einstufung wird direkt mit den Leistungen im nächsten Durchlauf zusammenhängen. Ihr behaltet alle Objekte, die mit so einem Symbol hier gekennzeichnet sind. Das ist momentan nur diese Karte hier, die so ein Symbol hier oben hat. Und alles andere wird komplett zurückgesetzt, also abgelegte, abgeworfene Karten, Objekte, Plättchen, Marker, Lebenspunkte etc. pp. Dann lesen wir Anweisung F und G der Basis, folgen den Anweisungen von Laura und los geht's wieder. Das heißt, jetzt würden wir wieder hier diese Karten einsammeln, würden dann alle Plankarten abräumen, das heißt, die Karte hier kommt weg, die beiden haben so ein Symbol, das heißt, die behalten wir, die Karte hier kommt dann einfach wieder zurück ins Deck. So, dann kommen auch alle Gegenstände wieder zurück, unsere Charaktere werden abgelegt. So, dann wird der Zeitmarker wieder im Spiel zu dritt auf 30 gesetzt. Wir fangen jetzt wieder, also nachdem wir in der Basis sind, kommen wir wieder in den Aufenthaltsraum, wo wir wieder neu anfangen. Jetzt suchen wir uns neue Charaktere aus. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob wir einfach welche nehmen, die wir schon hatten und oder Leute nehmen, die wir noch nicht hatten. Das heißt, wir können sagen, hier der Eugene war auf jeden Fall gut, der sollte wieder mit an Bord sein. Irgendwer versucht mal die Marie auszuprobieren. Und vielleicht Vasila Fuin, oder wie auch immer heißt, der hat ja irgendwas mit Kokain. Den können wir mal nehmen. Und ja, jetzt hätten wir schon mal, also ich zeige jetzt nicht mehr den ganzen nächsten Durchgang, aber wir hätten jetzt 3 neue Charaktere, mit denen wir es ausprobieren könnten. Vielleicht stellen wir auch fest, die alten Charaktere waren viel besser. Und jetzt würden wir halt wieder anfangen, wieder hier in dem Raum. Das heißt, wir könnten uns jetzt überlegen, okay, was haben wir am Anfang uns schon angeguckt? Ich glaube, es war ja noch keiner beim Klavier. Also könnten wir sagen, okay, wir gehen einfach alle zum Klavier, dass wir alle sehen, was da passiert. Beziehungsweise einer hat sich ja das Bild hier angeguckt. Also geht einer zum Klavier, der sich das Bild schon angeguckt hat, und die anderen beiden gucken sich jetzt das Bild an, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Das würden wir wahrscheinlich machen. Und direkt danach würden wir dann überlegen, okay, wir wissen jetzt ja, was Sache ist. Das heißt, wir müssen natürlich überlegen, hatten wir irgendwelche Schlüssel, die wir brauchen? Müssen wir uns die erst holen? Das heißt, müssen wir wieder in den Schlafsaal? Müssen wir wieder in die Küche? Wir könnten nochmal in die Küche gehen, um da nochmal versuchen, den Schlüssel zu klauen. Da hätten wir jetzt natürlich vielleicht irgendwen für genommen, der richtig viel Geschicklichkeit hätte, wobei das ja wieder Eugene hätte machen können. Und dann können wir sagen, okay, nachdem wir das gemacht haben, gehen wir sofort in das Büro und gucken mal, wo wir da hinkommen, was wir dann noch hier für Räume und Sachen entdecken und ob wir vielleicht noch mehr von diesen Pentagrammen finden, ob wir rausfinden, was mit diesen Leuten auf dem Bild auf sich hat. So haben sich jetzt nach dem ersten Durchgang, haben wir so ein paar Sachen entdeckt und jetzt im nächsten Durchgang werden wir noch mehr Sachen entdecken und damit uns wieder einfallen, okay, um das und das irgendwie zu machen, müssen wir vielleicht auch nochmal wieder in die Krankenstation mit der und der Frau reden oder wir finden irgendwo irgendein Marker, den wir gebraucht haben, um irgendwo anders irgendwo reinzukommen. Ich glaube, im Schlafsaal gab es da noch irgendwie einen Bereich, den wir nicht betreten konnten, weil uns der entsprechende Marker für gefehlt hat. Und so starten wir jetzt quasi einen neuen Durchgang, wo uns wieder die Zeit wegläuft, wo wir versuchen, Sachen zu erkunden und werden dabei auch wieder neue Dinge entdecken. Und auch da wird uns irgendwann die Zeit weglaufen und dann werden wir auch wieder sagen, okay, wir resetten das und müssen jetzt da und da und dahin. Und man muss quasi so nach und nach rausfinden, was hier so passiert. Und immer, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann wird alles resettet, auf Null gesetzt und dann kann man quasi mit dem Wissen, das man so hat, versuchen, das Mysterium und den Fall zu lösen. Und wir haben es jetzt noch nicht komplett gelöst, also ich habe das jetzt 3-mal gespielt und was man im Internet so liest, braucht man so zwischen 4 bis 6 Durchgänge für das erste Mal. Und wenn man das dann hat, dann kann man sich auch gleich, es gibt jetzt schon der Marcy-Fall, glaube ich, das ist so eine Thriller-Vampir-Geschichte, die spielt dann nicht mehr in Frankreich 1921, sondern in New York, also irgendwo in Amerika im Jahr 1992. Dann ist schon angekündigt, oder soll jetzt rauskommen, irgendwie sowas im alten Ägypten, wo man dann im Jahr 1200 vor unserer Zeitrechnung spielt. Es kann dann noch Szenarien geben, die spielen im Jahr 7000 in der Zukunft und.
So, das war jetzt erstmal so ein, ich hoffe, nicht guter erster Eindruck davon, wie dieses Spiel funktioniert, wie das so läuft mit dem Proben, mit dem Erkunden. Das ist natürlich toller, also ich habe es jetzt alleine gezeigt, wenn man das mit mehr Leuten spielt und dann wirklich so jeder erzählt, was man so auf seiner Karte sieht und man sich da auch gemeinsam so ein bisschen rollenspielmäßig reinbringt, ne? Wie hier ich zum Beispiel, ne, gesagt habe, hier, ne, ich bin ja fußlahm, ich setze mich mal zu dem aufs Sofa. Und bei uns war es so, dass wir das Ding gespielt hatten, so wie eben gerade gezeigt, und dann resettet und dann sitzt man da und denkt sich, wow, geht doch gerade erst los, nochmal. Und dann resettet man alles und spielt es nochmal. Es dauert immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden und ist man damit durch und sagt sich, hey, komm, jetzt müssen wir weiter, nochmal. Und dann ist man damit auch durch und sagt sich, hey, gleich nochmal, jetzt wissen wir so viel, wir schaffen das jetzt bestimmt. Und dann guckt man auf die Uhr und denkt, oh, 1 Uhr, ach, verdammte Axt. Dann treffen wir uns gleich nächste Woche nochmal, verabredet sich und löst das dann. Und wie gesagt, ich habe das ja schon in meinem Rezensionsvideo gesagt, man hat das dann irgendwann geschafft, dann ist der Wiederspielwert weg, aber man hat dann da schon so 8, 9, 10, 11 Stunden reingesteckt. Ich habe viele Spiele, die richtig gut sind, die ich insgesamt erst 3-4 Mal gespielt habe, wo ich auch gerade mal 10 Stunden Spielzeit mit hatte. Und ja, hier hat man halt so ein komplett neues Erlebnis, das ich so in der Form von noch keinem anderen Spiel kenne. Ich denke, das ist echt super gut geeignet, um das einmal zu spielen mit so einer Gruppe, daran Spaß zu haben und sich dann halt so quartalsweise so neue Szenarien rauskommen, sich halt in ein paar Monaten das nächste Szenario zu holen, sich dann wieder zu treffen, 1, 2, 3 Abende damit zu verbringen, das Szenario dann zu spielen, zu lösen. Dann kann man das ja auch gut wieder verkaufen, weil, wie gesagt, eigentlich spielt man es nur einmal und dann ist man durch damit, außer dass sich dann noch etwas Neues einfällt, was den Wiederspielwert ein bisschen erhöht. Und dann hat man halt immer so ein paar nette Abende gehabt, hat das gespielt und hat im Prinzip dann auch weniger Geld ausgegeben als für so einen Kinobesuch. Wenn ich zu dritt ins Kino gehe und mache das 10 Stunden lang, also so 4, 5 Filme, bin ich, weiß nicht, 10-mal so viel Geld los ungefähr. Und daher ist dieses Spielkonzept etwas, das sehr gut in die, meine Gruppe passt, weil wir halt so Spiele eh nicht so oft spielen, weil ich relativ viele neue Spiele bekomme und man dann irgendwie alles spielt. Und auch gute Spiele spielt man nur so 2, 3, 4 Mal und dann ist man eh durch damit. Und dieses Erlebnis hier ist so toll, muss man natürlich gucken, ob sich das dann abnutzt die nächsten Male. Aber ich denke mal, die Autoren werden sich schon Sachen ausgedacht haben, wo man beim nächsten Mal hinsetzt, das nächste Szenario spielt und denkt, hey Leute, wir wissen jetzt, wie es läuft, wir machen das so und so. Und bam, dann ist es komplett anders. Das ist nur so ein Framework, das so Rahmenbedingungen liefert. Hat und die können dann die Autoren und Grafiker so mit Inhalten füllen, wie ihnen das beliebt, und ich bin mir sicher, da werden noch viele, viele kreative Sachen kommen. Für mich ist das Spiel ein absolutes Highlight. Wenn ihr dieses Video geguckt habt, dann hoffentlich nur, weil ihr Zweifler wart und noch nicht wisst, ob das was für euch ist oder nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob dieses Video jetzt euch überzeugt hat, dass ihr es euch doch zulegt, aber wenn ihr sagt, hey, finde ich eine tolle Idee, will ich ausprobieren, dann ja, hoffe ich, dass das. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß damit. Wenn ihr halt noch mehr zu meiner Meinung und meinen Eindrücken dazu haben wollt, auch so zu Preis-Leistung und wie ich dieses Spiel an sich finde, dann guckt mein Rezensionsvideo dazu. Da zeige ich auch nicht so viele Details. Und ja, lasst mir einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann bitte auch. Und das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.